So, hallo meine Lieben. Willkommen zurück zum nächsten Video. Heute wird es ganz spannend. Ich habe das Video schon seit längerer Zeit vor, weil es ist doch etwas Essentielles ist, sondern wirklich, wir müssen den Unterschied erkennen zwischen unseren Identitäten, zwischen einer juristischen Person, einer natürlichen Person und dem Menschen. Denn meiner Meinung nach werden die Menschenrechte von den Regierungen eingehalten. Klingt jetzt etwas komisch, obwohl überall Willkür und Rechtsbeugung herrscht. Und die Menschen teilweise ungerecht auf der Straße bei Demonstrationen behandelt werden, aber es klärt sich gleich, warum das so ist. Wer mehr darüber erfahren will, ich habe auch viele Blogbeiträge und Videos über www.freiheitdurchwahrheit.de. Habe auch einen öffentlichen Kanal, FDWÖF, also öffentlich, eine Telegram-Gruppe. Da poste ich auch öfter diese Videos, Beiträge anderer Art, also ruhig mal beitreten. Heute werden sich wirklich wahre Abgründe für uns wieder auftun. Auf die gehen wir jetzt ein. Unterschied zwischen Mensch und einer Person. Das ist ein Mensch, meine Lieben. Und das ist eine Person. Das ist eine Fiktion. Das ist ein Stück Papier. Das ist eine Pappekarte oder Plastikkarte. Das ist die Person. Ich muss dazu sagen, die Person ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, denn der Mensch ist ja nur vor seinem Schöpfer, ne, Rechenschaft schuldig. Deswegen brauchen wir Personen oder wir brauchen eine Person, um rechts- und geschäftsfähig zu werden, um uns innerhalb des Systems bewegen zu können. Aber da schauen wir jetzt mal näher rein, wie die satanische Umkehr das alles zu unserem Nachteil reicht. Der Mensch ist klar, das Leben beginnt auch im Strafrecht mit dem Anfang der Geburt und endet mit dem Hirntod des Patienten. Dazu können wir auch den Paragraph 1 BGB zitieren. Aber die Person, um die geht es heute in erster Linie. Als Person wird im Recht jemand bezeichnet, der wie gesagt rechtsfähig und handlungsfähig ist. Okay? Soweit können wir es stehen lassen. Wir brauchen die Person, um rechts- und handlungsfähig zu sein. Auch geschäftsfähig. Eine Person ist laut Webster's Dictionary von 1828 eine Maske. Und zwar die eines Schauspielers. Das macht ja auch Sinn, weil es ist eine Rolle, die wir spielen, eine Fiktion. Es ist ein Bediensteter einer Kooperation. Aha. Das Wort beinhaltet alle Kinder, Firmen, Verbände, Unternehmen, Partnerschaften, Estates, Trusts, Syndikate, Stiftungen und Körperschaften. Ein Mann oder ein Weib kommen in der Aufzählung nicht vor. Das ist spannend, ne? Aber Kinder kommen vor. Das ist jetzt natürlich für den einen oder anderen etwas eigenartig. So könnte man jetzt behaupten, sind Kinder nichts anderes als Sachen vielleicht? Wieso hat es denn 75 Jahre gedauert? Trauriges Kapitel der Deutschen und der Menschheit, dass endlich mal dem ganzen Pädophilie-Skandal ein Einhalt geboten wird. Momentan passiert ja sehr viel, Gott sei Dank. Die natürliche Person. Das ist eigentlich eine sehr gute Geschichte und eine sehr positive. Denn unter einer natürlichen Person versteht man tatsächlich den Menschen selbst als Rechtssubjekt. Das ist der Träger von Rechten und Pflichten. Vor allen Dingen auch von Rechten. Das ist entscheidend. Er ist eigentumsrechtsfähig, er ist menschenrechtsfähig, grundrechtsfähig. Das ist den wir benötigen, die natürliche Person. Es gibt aber auch juristische Personen. Die brauchen wir aber nicht, weil juristische Personen sind Personenmehrheiten. Das heißt, GmbHs, Aktiengesellschaften, Vereine, Stiftungen, ne? So wie es hier steht. Jetzt gehen wir aber, das müssen wir nicht alles durchlesen, ganz, ganz wichtig, weiter unten hin. Im zweiten Absatz. Gemäß Artikel 19 Absatz 3 GG können juristische Personen des Privatrechts nur dann grundrechtsfähig sein, wenn das in Frage kommende Grundrecht seinem Wesen nach auf die inländische juristische Person anwendbar ist. Also, das heißt, sie ist grundrechtsfähig, wenn es auf die juristische Person anwendbar ist, also auf, ne, GmbHs, Aktiengesellschaften, ja, aber die Regierung haftet uns eine juristische Person an. Jetzt wird's komisch. Und die Lösung haben wir direkt nach dem Komma stehen. Ist also weder an eine physische oder die physische Existenz natürlicher Personen noch an die natürlichen Eigenschaften des Menschen anknüpft. Hallo? Ja, genau das machen die doch. Mit der Erschaffung der Geburtsurkunde wird eine juristische Person ins Leben gerufen.
Sind wir eine Personenmehrheit? Sind wir eine GmbH? Sind wir eine Aktiengesellschaft? Ja, scheinbar schon. Dann unterliegen wir nämlich dem Handelsrecht und wir sind eine Sache und Handelsgut. Ja, das passt denen doch richtig gut in den Kram. Jetzt wissen wir doch auch, warum vor Gericht in Sachen Müller gegen Meier verhandelt wird. Aber entscheidend ist, dass die juristische Person nur dann grundrechtsfähig ist, wenn sie auch solch ein Konstrukt darstellt. Aber sie haften so uns doch der natürlichen Person und dem Menschen an. Und damit ist er nicht mehr grundrechtsfähig. Und das ist die Antwort darauf, warum keine Menschenrechte gebrochen werden, weil als juristische Person haben wir keine. Ich sagte doch, es tun sich wahre Abgründe auf. § 10 Bürgerliches Gesetzbuch Einführungsgesetz. Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Wir haben die entscheidenden Worte hier drin, Person und Name. Das müssen wir uns merken, das ist ganz wichtig. Name steht da. Warum? Werden wir gleich sehen. 7 BGB EG. Die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit einer Person unterliegen wieder mal dem Recht des Staates, dem die Person angehört. 17 Handelsgesetzbuch. Jetzt wird's hochdramatisch. Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, schon wieder Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Da haben wir es doch. Wir sind eine Handelssache, ein Handelsgut. Wir sind die juristische Person. Unser Name wird als Geschäft betrachtet. Wie gesagt, meiner Meinung nach werden die Menschenrechte auf der Welt eingehalten, allerdings für Menschen und nicht für juristische Personen. Spannend wird es im Passausweisgesetz. Gucken wir mal rein. Bei erstens steht Familienname und Geburtsname. Auf den Rest gehen wir heute mal nicht ein. Das sollte reichen. Merken wir uns ganz kurz. Familienname und Geburtsname. Was steht im Personalausweis? Steht hier oben Familienname oder steht hier wieder Name? Da fällt uns das wieder ein. Es fällt uns das hier wieder ein. Es geht immer nur um den Namen. Eigentlich müsste jetzt jeder von uns seinen Personalausweis zurückgeben auf dem Amt, auf der Behörde besser gesagt. Ämter haben wir ja keine mehr im klassischen Sinn. Warum? Weil auch im Passausweisgesetz, ich weiß den genauen Paragraphen nicht mehr, aber es steht faktisch drin, dass wenn ein Personalausweis einen Defekt aufweisen sollte, sind wir verpflichtet, diesen Defekt zu melden und ihn zurückzugeben. Also ich würde es echt so richtig feiern, wenn jetzt halb Deutschland zu seiner Behörde geht und das Ding auf den Tisch knallt und sagt, ey, das hat einen Defekt, ich gebe den jetzt zurück. Ich glaube, dann haben die ein richtiges Problem, ein wesentlich größeres, als das, dass wir immer nur samstags mit unseren friedlichen Spaziergängen auf die Straße gehen. Ich glaube, das wird die so richtig kratzen. Sollten wir mal drüber nachdenken, oder? Ich fände es cool. Und da kommen wir zum Capitis de Minutio. Das ist altes römisches Recht, was aus der Römerzeit stammt, was zu den Sklaven, bei den Sklaven angewendet wurde. Es gibt drei verschiedene, Minima, Media, Maxima, und wir bekommen den Maxima, den maximalen Verlust aller Rechte. Capitis de Minutio heißt Kopf ab, deswegen dieses Bild. Dazu lese ich einen kleinen Text vor. Und zwar ist das aus dem Black Law Dictionary, was sehr oft schon vor den höchsten Gerichten der Welt bei dem Supreme Court als juristische Autorität zitiert wurde. Dort können wir lesen. Die Großschreibung der Buchstaben jemandes natürlichen Namens endet mit einer Verminderung oder dem vollständigen Verlust des rechtlichen Status oder der Staatsbürgerschaft, indem man sogar zum Sklaven oder zum Gegenstand des Inventars wird. Wir finden das alles bestätigt, was ich eben gesagt habe. Die Methode, durch die der Staat eine natürliche Person veranlasst, sich freiwillig in die Sklaverei zu übergeben, erfolgt durch das Formen der Einrichtung einer juristischen Fiktion. Also, hoppsa, alle Buchstaben in groß. Wir schauen nochmal auf unseren Personalausweis und da haben wir tatsächlich unseren Namen in Großbuchstaben stehen. Wir halten fest. Wir wurden von der Regierung zum Nutzen der Banken versklavt, denn unsere Geburtsurkunden werden als Sammelschuldverschreibungen, als Obligationen,
an die Banken übergeben, damit die Regierung wieder kreditfähig wird, weil wir sind deren Sicherheit. Wir sind die Kreditoren. Jetzt erübrigt sich vielleicht auch die Frage, warum so viele Mitbürger ins Land geholt werden, von weit entfernten Kontinenten. Man möchte einfach wieder mehr Kollateral und mehr Darlehen und Kredite erschaffen können. Man erschafft über die Geburtsurkunde eine juristische Person. Unsere Lebensarbeitsleistung wird abgeschöpft. Wir wurden an die Banken verpfändet. Und so finanziert sich der seit 1933 insolvente Staat. Wir gaben unser vollständiges Eigentum ab und müssen zudem auch noch als Pfand hinhalten. Hier sehen wir es nochmal. Großbuchstaben, Capitis, Diminutio, Maxima. Also, die deutschen Völker und deren juristische Personen wurden noch nicht von der vom Gröfatz zwangsverordneten Staatsangehörigkeit Deutsch befreit. In unserem Personalausweis steht faktisch Deutsch. Ich glaube, es würde auch nicht so gut aussehen, wenn da drin stehen würde, drittes deutsches Reich. Das ist ein Erlass vom 5. Februar 1934. Na, was war denn da zu dieser Zeit? Na, Gleichschaltungsgesetze der Nationalsozialisten. Fakt ist, es ist ein verbotenes Nazi-Gesetz, derer sich der Bund bis heute trotzdem bedient. Hallo, lieber Internationaler Strafgerichtshof, das wäre doch mal ein Fall. Gesetz 1, Artikel 3 der Besatzungsgesetze, der Schäfgesetze, die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechts nach nationalsozialistischen Grundsätzen. Gleichgültig, wann und wo dieselben kundgemacht werden, ist verboten. Tja, bleiben wir im Positiven, oder? Suchen wir Lösungen. Wenn wir jetzt diese Pappe wirklich abgeben sollten, gibt es tatsächlich Gesetze und Möglichkeiten, auf die man sich berufen kann. 119 Bürgerliches Gesetzbuch. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. Ja, haben wir denn gewusst, was wir da unterschreiben mit dem Personalausweis? Haben wir die allgemeinen Geschäftsbedingungen der BRD lesen dürfen? Nein. Wir haben einfach irgendwo unterschrieben, heute auf so einem digitalen kleinen Feld, und wir wissen nicht, was hinten dran steckt. Wir waren im Irrtum und wir wurden nicht über den Inhalt aufgeklärt. Damit ist das Ganze rückwirkend null und nichtig. Nunc pro trunc. Oder ex nunc. 123 BGB. Wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung, ja, das haben wir, oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist, du hast dich anzumelden, kann die Erklärung anfechten. 44. Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. Auch das trifft zu. Erklärung der Menschenrechte, Artikel 6. Wir haben Recht auf eine Anerkennung als Rechtsperson. Bekommen wir aber nicht. Artikel 15. Jeder Mensch hat Anspruch auf Staatsangehörigkeit. Wir sind staatenlos, wenn man das so will. Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch ihm das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Hier ist auch wieder eine Lösung geboten. Artikel 6. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. Ja, was ist es denn sonst als eine Vereinigung, eine Wirtschaftsvereinigung? Das ist eine juristische Person. Und zum Abschluss möchte ich euch nochmal Edward Mandelhaus vorstellen, Präsidentschaftsberater von Woodrow Wilson und vielen anderen Präsidenten. Also jemand, der wirklich was zu sagen hatte und der hinter die Kulissen geblickt hat. Was hat der uns zu erzählen? Schon bald werden alle Amerikaner verpflichtet sein, ihr biologisches Eigentum in einem nationalen Überwachungssystem registrieren zu lassen, welches auf Basis des alten Pfandsystems funktioniert. Durch diese Methodik können wir die Leute zwingen, sich unserer Agenda zu unterwerfen und zu Bürgern für die Deckung unseres wertlosen
Papiergeldes machen. Jeder Amerikaner wird gezwungen sein, das gilt auch für uns, sich registrieren zu lassen oder aber darunter leiden, keinen Job zu bekommen und erwerbsunfähig zu bleiben. Sie werden unser Pfandbesitz sein und wir werden das Pfandrecht an Ihnen durch das Handelsrecht immer behalten. Kurze Pause. Wenn die unsere Geburtsurkunde als Sammelschuldverschreibungen an eine Bank geben und dadurch Kredite erzeugen, wer ist denn dann der tatsächliche Wertegeber für das Geld, das die Regierung bekommt? Ja, das sind wir, durch unsere Geburt. Wem steht dieses Geld denn eigentlich zu? Wer ist denn der Begünstigte? Ich glaube, die Frage kann sich jeder selbst beantworten, oder? Dadurch, dass die Amerikaner unwissentlich oder unwillentlich ihre Frachtbriefe bei uns abliefern, werden sie bankrott und insolvent bewertet und durch Besteuerung immer ein wirtschaftlicher Sklave bleiben, abgesichert nur durch ihre eigene Bürgschaft. Wir versorgen die Registrierten mit Pfandverschreibungen und Schuldgeld und nennen dann das Beihilfe und Sozialversicherung. Der Sklave soll froh sein, wenn er noch mittags sich ein Süppchen leisten kann. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, es werden heute wahre Abgründe sich auftun, ne? Aber in diesen Zeiten, glaube ich, ist Aufklärung und richtiges Handeln umso wichtiger denn je. Deswegen, Leute, liked, teilt das Video in sämtlichen Gruppen, sodass es so viele wie Menschen auch mal erfahren. Ich weiß, einige von euch wissen schon das meiste von dem, was ich hier jetzt gesagt habe, aber es gibt bestimmt noch 80-90% der Menschen, die es nicht wissen. Schaut es euch zusammen mit der Familie an. Ich glaube, ihr werdet euch nur noch ungläubig angucken. Ihr könnt alles nachlesen. Ich habe es belegt. Wir haben die Quellen und es gibt noch viel, 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 viel mehr. Wir hätten, glaube ich, mehrere Stunden uns damit beschäftigen können und noch tiefer reingehen und wir würden nur noch wesentlich mehr Bestätigungen finden. Wer darüber ein bisschen mehr lesen will, das ist Band 1 von meinem Buch Freiheit durch Wahrheit. Da gibt es jetzt Band 2 und 3 von in den nächsten Monaten. Und ebenso noch, da gehen wir zurück. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal alles, alles Gute weiterhin und freue mich auf die nächsten Videos. Bis bald.